Also wir machen dieses Jahr Pünktchen und Anton von Erich Kästner in einer total tollen Theaterfassung von der Inke in Böhag. Da ist der Roller schon mit dem Wagen. Kriegen Sie die Vitamine? Geschieht hier, was ich will. Wir sind in der sechsten Spielzeit, 5 Jahre gibt es uns und wir haben diesmal gesagt, wir machen was ganz Großes und haben ein 10-köpfiges Ensemble. Und Michael Bellmann hat dafür 8 Songs geschrieben, die dem Pünktchen und Anton sozusagen, beziehungsweise den anderen Figuren, mehr Tiefe verleihen, als es bei Erich Kästner generell mal drinsteht. Das heißt, wir haben so für die Erwachsenen noch eine andere Ebene reingeschrieben in das Stück. Wir haben im Vorfeld zu Pünktchen und Anton im Sommer letzten Jahres vor den Sommerferien ein Kindercasting veranstaltet. Da waren 50 Kinder und aus den 50 Kindern haben wir uns 2 sozusagen rausgesucht, ein Pünktchen und ein Anton. In 2 Runden war das Ganze aufgeteilt und sind ganz stolz und ganz glücklich, den Christoph Birkel und die Lena Franz für das Pünktchen und den Anton gewonnen zu haben. Am liebsten möchte ich ein Zwilling sein. Das wäre toll. Wir gingen dann beide gleich angezogen und hätten die gleiche Haarfarbe und die gleiche Schule machen und gleiche Kleider und ganz, ganz gleiche Gesichter. An meiner Rolle gefällt mir besonders, dass ich halt eben, weil meine Eltern ja eigentlich sehr, sehr, sehr reich sind, dass ich dann nicht das reiche, feine, kleine Mädchen spielen muss, sondern auch wirklich lustig, lachend, halt eben auch wirklich Spaß haben kann, nicht die ganze Zeit nur so sein muss. Das macht halt eben total Spaß in der Rolle. Bei Salzkartoffeln muss man furchtbar aufpassen, sonst wird man Strauß. Reicht mir mal die 2 Teller rüber. Mama, Mittagessen! Das Stück finde ich eigentlich sehr toll. Die Requisiten und überhaupt alle Sachen, die auf der Bühne eine Rolle spielen, finde ich auch sehr toll, dass wir so viel davon haben. Das finde ich furchtbar gemein. Was ist gemein? Deine Mutter kauft sein Kleid für 350 Mark. Und ich kann mir nicht mal mehr ein Viertel von Leberwurst leisten. Kann ich doch nichts dafür. Los, jetzt bring ich zu Kaffee Sauerlatte. Es ist bestimmt schon spät. Also ich spiele das Kindermädchen von Pünktchen. Sie kommt ja aus gutem Hause und wie es zur damaligen Zeit sich eben gehört hat, waren dann eben auch Kindermädchen zur Stelle und ja, wir erleben zusammen das ein oder andere Abenteuer. Du solltest sowieso lieber zu Hause bleiben. Wenn deine Eltern dahinter kommen, gibt's großen Krach. Von mir aus habe ich mir vielleicht das Kindermädchen ausgesucht. Guck sie dir doch an. Hier, ein Zahn. Ist der raus? So eine dämliche Frage. Willst du ihn haben? Nee, danke. Na, Kleena, willst du mal probieren? Erich Kästner, der hat ja sehr viele auch Kinderbücher geschrieben. Und deswegen wird das Stück auch wahrscheinlich sehr viele Kinder interessieren. Aber ich denke auch nicht, dass die Eltern die Kinder jetzt da hinschicken und sagen, so setz dich da hin und schau zu, sondern auch selbst interessiert daran sein werden und es sich auch gern anschauen würden. Er muss ja nicht gleich Prinz sein oder König. Lieb zu werden reicht ja auch als Ziel. Ich brauch doch nur ein bisschen mehr als wenig. Viel mehr bei mir fast schon. Viel zu viel. Pünktchen und Anton hat zum einen diesen Unterhaltungsaspekt und dann hat Erich Kästner, wenn man sein Buch liest, jedes Kapitel nochmal kommentiert und hat dazu immer nochmal geschrieben, zum Beispiel ein Thema ist Armut und Reichtum und Freundschaft oder Disziplin und wie man so damit umgeht und wie man das erklärt. Das hat er sehr kindgerecht gemacht und er trifft alles auf den Punkt. Also der Mann hat es geschafft, komplexe Dinge
für Kinder so zu erklären, dass sie eigentlich auch Erwachsene verstehen müssten. Aber irgendwie schaffen es die Erwachsenen ja nicht. Die Macht auf die Macht.